Vor 1000 Jahren im dunklen Odenwald und auf den hohen Straßen. Aber hier sind wir nicht vor 1000 Jahren, sondern am Tag vom 1. Mai 2025. Was werden die Kinder wohl entdecken in der Scheuer vom alten Haus in Schimmeldewoog? Drinnen sieht's so aus. Mathilda schaut, wo diese Leiter hinführt. Oh, da geht's aber weit hoch. Und hier ist der Heuboden. Heu ist keins mehr da, aber was steht da alles rum? Oma, was ist denn das? Ein riesiges Rad. Wolfi klettert hoch und guckt sich's an. Ein riesiges Rad. Oma, was ist denn das? Jonathan weiß, was das für ein komisches Rad ist. Er geht auch hoch. Und gemeinsam stellen sie das Rad auf. Ja, das Rad ist nichts, was man früher in der Landwirtschaft gebraucht hat, wie die anderen Sachen hier. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Rad auf sich hat, und wenn ihr vor mehr als 1000 Jahren mit uns unterwegs sein wollt auf den hohen Straßen, könnt ihr anschauen, was wir hier in diesem Film zusammengetragen haben. Das Rad nämlich... Das ist das Rad der Zeit. Das Rad wurde gebaut zum Jubiläum der drei Ortschaften Steinach, Siegelsbrunn und Schimmeldewoog. 2012 war das. Hier wird mit dem Rad die Zeit zurückgedreht. Die Filmaufnahmen sind sehr unscharf, aber so ist das eben. Wenn man so viele Jahrhunderte zurückblickt, sieht man manches nicht so genau. Die Atmosphäre kommt rüber und auf die kam es uns an. Viele Musiker und Darsteller haben 2012 diese Zeitreise mitgemacht. Immer dreht sich das Rad der Zeit, schon seit einer halben Ewigkeit. Da marschieren sie her in einem langen Zug, die Menschen aus der Vergangenheit. Kaiser, Könige mit Standarten und Fahnen.
dunkle Damen. Ein Geistlicher hält ein kostbares goldenes Buch hoch. Dann folgen Mönche in braunen Kutten. In einem langen Zug aus einer längst vergangenen Zeit. Mit Gesängen und Trompetenklängen werden sie begrüßt. Um Kaiser und Abt herum haben sie sich hier alle versammelt. Der lateinische Text wird vorgesungen, der in dem alten Buch steht. Und hier erfährt man nun so manches über die Bedeutung von diesen dunklen Wäldern. Anno 1012 streiten sich zwei hohe geistliche Herren, der Bischof von Worms und der Abt von Lorsch. Aber was war den Streitparteien denn so wichtig an dem großen Waldgebiet? Des Holz natürlich! Des Holz, die Fisch! Wohlschmeckende Forellen, köstliche Lachse! Mit Fisch, Bier, Auerochse, Wildschwein und Hirsch, Potzka, Bill in dem Wald! Dein Wald? Die Waldmast! 500 herrliche Schweine werden in meinen Wäldern getrieben! Ja, muss du mal buchen, Gang! Und mein Eichelbreiter! Wie mein Traum! Lassen wir die Streithähne und gehen wir noch weiter zurück in die Zeit vor dem Mittelalter. Schon lang vor unserer Jubiläumsurkunde hat entlang der Wasserscheiden die hohe Straße gegeben. Des waren alte Verkehrs- und Handelswege. Drumherum will der Wald mit Auerochse, Wildzeug und Hirsch. Es war auch auf den hohen Straßen nicht ungefährlich, denn rechts und links war ja der wilde Wald. In den dunklen Waldgebieten lauerten viele Tiere, Räuber oder Geister. Hier hat sich einer allein auf den Weg gemacht. Die
garstigen Rabenvögel haben sich gleich an ihn rangemacht. Dann wurde er müde und hat sich hingelegt. Es hat sich dann niemand gern allein auf den Weg gemacht. Es war meist ein ganzer Zug. Bewaffnete gaben Geleitschutz. Trommeln und Kornamusen oder Schalmeien kündigten schon von Weitem den Zug an, um wilde Tiere und Räuber abzuschrecken. Schließlich haben die Menschen die garstigen Geisterraben verjagt. Wir verlassen nun das Rad der Zeit und den Tausendjahresreigen von 2012. Wir sind nun in diesem Film 10 Jahre später angelangt, bei den Kennenlerntagen im Lebendigen Museum in Schimmeldewoog. Hier waren die hohen Straßen auch Thema. Oben auf dem Bergrücken. Da konnte man zum Beispiel von Erbach über Bergfelden bis ins Neckartal gehen. Rechts und links war ja der wilde Wald. Es wagten sich nur Jäger, Holzfäller, Hirten in diese Wildnis. Sie durften keine ängstlichen Typen sein. Es war schon mehr so Urwald mit wilden Tieren. Und da konnte man eigentlich nur rein, wenn man bewaffnet war. Das interessiert Wolf Noah. Er ist gern bewaffnet und nun bläst er zur Jagd. Musik.
Was ist das? Die Wildsau verschrickt. Alle Tiere wissen, da muss jemand unterwegs sein auf der hohen Straße. Heute kann man ganz gefahrlos auf den Bergrücken entlang den hohen Straßen wandern. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in ein Gewitter kommt. Wer weiß, vielleicht ist dort im Wald immer noch der alte germanische Gewittergott Odin.